Moin Moin und herzlich willkommen zu Yet Another Zombie Defense. Ja, wir machen hier ein kleines Angezockt und zwar ist dabei der Extreme Zockt. Hallo. Dabei ist der Spunti. Moin. Und die junge Dame Shira. Hallo. Ja. Schauen wir mal, wie das läuft. Wir spielen hier ein kleines Zombie Tower Defense Spiel. Wie ihr schon sehen könnt, sind wir fleißig dabei abzuknallen, denn das Spiel beginnt sofort, wenn wir reinjoinen. Deswegen dieser spontane Start. Ja. Der Sponti. Aber jetzt haben wir genau. Auch schon einen Tag Pause kurz. Gut, so, wir haben es ja schon im Vorfeld besprochen. Ihr könnt ja schon mal auf eure Felder gehen. Und zwar ist oben jetzt, sieht man den Shop, wo man verschiedene Sachen kaufen kann. Waffen, auch Waffenstände, nenne ich sie jetzt einfach mal. Kann man hier oben kaufen und es gibt auch hier Sales, auf die wir warten. Die werdet ihr später sehen. Und da haben wir uns schon im Vorfeld einmal abgesprochen, wer wo ist. Zum Beispiel ist gerade die Mine im Sale. Heißt, sie ist günstiger als vorher. Sonst würde sie 300 kosten. Genau. Das macht schon einen Unterschied. Aber auch nochmal zu der Spielmechanik zurück. Wir spielen ein Zombie Tower Defense Spiel. Das bedeutet, es kommen jede Nacht Zombies auf uns zu. Es werden immer mehr, sie werden immer schneller, sie machen immer mehr Schaden und wir müssen uns halt immer besser verteidigen. Die ersten 10 Nächte gehen noch so mit der Pistole. Wir haben es schon mal so angezockt. Das ist noch alles machbar. Dann müssen wir uns aber Barrikaden bauen, damit wir uns auch verteidigen können, weil sonst überrennen sie uns und wir sterben. Und wenn alle tot sind, ist das Spiel verloren. Ich hole dir noch mal kurz 4 Kettensägen. Ja. Wunderbar, dann können wir das auch schon mal zeigen. Genau, das zeigen wir gerne. Ja, Shira kennt sich da aus, Erfahrung. Ja, klar. Die Shira und ich werden aber auch diejenigen sein, die eher hinter dem Defense nachher stehen. weil wir, Shira und ich relativ blind spielen, ne? Wir haben eben einmal nur kurz angezockt, ich glaube bis Tag 4 oder so, einfach um mit der Bedienung ein bisschen klar zu kommen und mit der Aufnahme klar zu kommen. Ich würde aber sagen, wir starten mal Next Level, können wir nebenbei noch ein bisschen erzählen. Genau. Ja. Jetzt am Anfang sieht man auch nochmal, da steht halt, wie viel Mal der Damage ist und danach wie viel Mal der Speed ist. Das wird nochmal angezeigt. Genau. So, jetzt wechseln wir mal auf die Kettensäge. Yeah. Ich habe 2 Granaten gefunden. Hitboost, sehr schön. Keine Shira, Zombies. Auch bis zum Ende bitte, Shira. Ja, sonst sterben die gleich nach einem Mal und jetzt muss ich irgendwie dreimal drauf. Oh, wie sie gleich versucht, das Ding hier in die Länge zu ziehen. So. Und am Anfang ist es noch leid, am Anfang hat man das Problem, man muss die Zombies suchen. Ja. Das ist nachher nicht mehr so. Ich hab immer eine Frage, ich kenne das ja auch noch nicht so gut, das Spiel. Ich habe jetzt hier so ein 100% Heals eingesammelt. Ist das für den Moment? Für den Moment. Okay, alles klar. Also genau. Einmal Heilung. Und jetzt gibt's sogar schon Level Up. Genau, das Spiel hat auch ein Level-System und jetzt sehen wir gerade Level Up. Wir haben verschiedene Kategorien, einmal Reloading Speed, Movement Speed, Health Points und Health Regeneration und Pickup Range. Für die Leute, die nachher in der Barrikade stehen, die bräuchten dann Pickup Range, weil dann können sie auch den Loot sammeln, der außerhalb der Barrikade direkt dran ist. Sonst würden sie da nicht drankommen, müssen rausrennen, dann besteht die Gefahr, dass sie sterben. Und ich sagte extra 2 Leute drinnen, denn 2 Leute müssen auch draußen laufen, das sind dann der Sponti und ich. wir machen Movement Speed hoch. Aus dem einfachen Grund rennen wir draußen rum, damit die Zombies nicht alle direkt auf die Basis kommen und die Zäune kaputt machen. Wir lenken dann einen Teil von der Basis ab, damit nicht so viele auf einmal auf die Basis kommen. Das ist so unsere erste Taktik, die wir bisher kennengelernt haben und in diesem Spiel. Und Health Regen auch. Genau, aber erstmal Movement Speed, damit wir schneller sind als die Zombies. Und Health Rack machen wir dann auch hoch, damit wir auch Leben nachgefüllt bekommen. So, close. Oh, Tesla ist zwar im Angebot, aber naja. Die ist ein bisschen noch zu teuer, ne? Geld verdienen. Also ich schaue auf den Turm Stufe 2, ob der in Angebot ist oder nicht. Mag der Gonchi denn auf den Electricity Sound gehen? Electro Barricade? Die ist aber nicht im Sale. Nee, genau, darauf sollst du achten. Achso, einfach nur gucken. Genau. Ja, warte, ich guck, warte. Warte? Ist nicht. Oh. Nee. Oh. Schade, es war so spannend. Ich dachte, jetzt kommt's. Aber nochmal ganz kurz, um es anzumerken: Man kann dadurch richtig Geld sparen. Hier der Druid Mark II kostet jetzt 12.000. Wenn er im Sale ist, kostet er nur 9.000. Und ihr seht ja selber, wie viel Cash wir unten haben. Also, das spart da schon eine Menge Kohle. So, aber dann mal direkt weiter. Genau. Alles klar. Ja. Sonst wird ein angesprochen, kein angezockt.
Aber wir müssen es ja erklären. Nachher wird sich beschwert, ja, schön ist angezockt. Habt ihr mal schön für euch eine Runde gezockt? Aber wie geht das? Ich weiß trotzdem nicht, wie es geht. Ja, wie das Spiel denn gespielt wird, sehen wir in der zweiten Folge. Aber auch nochmal als Information für die Zuschauer, das Spiel gibt es momentan, ich weiß nicht, wann das angezockt rauskommt, aber momentan ist es halt sehr günstig auf Steam zu erwerben. 49 Cent kostet das, glaube ich. Ja. Wir werden den Link natürlich zum Spiel auch in die Beschreibung reinpacken und natürlich auf die Kanäle der anderen. Und ihr könnt momentan auch das Doppelpack kaufen für euch und euren Freund, Freundin, Lieblingsverein, mit dem ihr immer schon mal eine Apokalypse sein wolltet und könntet ihn dann schenken für noch mal günstiger. Ja, zwei Keys für 79 Cent, das ist schon sehr günstig. Freeze Gun ist im Angebot. Und die Electro Barricade dann ist nicht im Angebot. Ja! Ja, dann würde ich sagen, next day direkt wieder. Ja. Was die Freeze, wie viel war die? Ah, gut. Ja, das lohnt sich noch nicht. Wir brauchen erst die Tesla. Genau. Alles klar, dann next level. Nightfee. Da liegt jetzt Damage mal 1,2. Also jetzt wird es langsam mehr. Und ja, auch die Anzahl. Man regeneriert sich tagsüber. Das ist ganz gut, ganz hilfreich, glaube ich. Ja, also man geht nicht mit dem angekratzten Leben in die nächste Runde. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das wäre ärgerlich tatsächlich, wenn es so wäre. Gibt es rein optisch einen Unterschied, ob der Zombie jetzt besonders toll oder stark oder wie auch immer ist? Nein, die sind alle gleich. Alle gleich stark. Okay. So. Wieder ein Level Up. Ich gehe erstmal voll, wir, Shira und ich, gehen erstmal voll auf Pickup Rangers. Ja. Genau, bis das voll ist und dann könnt ihr anfangen mit Hell's Point und mit Hell's Regen. Und der Turm ist im Angebot. Kostet nur 9000. Oh, da kannst du gleich einen holen. Ja, das mache ich auch. Bei, jetzt nochmal zur Erklärung: Hier steht auch nochmal Auto Turret, aber wir nehmen den Mark II aus dem einfachen Grund, weil der Mark II viel schneller sich drehen kann und auf die Feinde dann schießt als der erste. Die halten beide genauso viel aus, aber der zweite ist halt schneller im Anvisieren und das ist auf lange Sicht sehr viel sinnvoller, als den kleinen zu kaufen. Und wir geben ab zu Gonji. Extra, okay. Wieso, wo steht denn der? Hast du den, willst du den, kann man, braucht man den nicht aufstellen? Den stellen wir noch nicht auf, wir brauchen erstmal Zäune dafür. Also erstmal, okay. Wir müssen warten, bis die Elektrozäune im Angebot sind. Und da brauchen wir so ein paar. Ach so, ja, hier, die sind nicht im Angebot. Next Level. Ja, weil der Turm kann auch zerstört werden von den Zombies, deswegen muss der auch sozusagen geschützt werden. Und der Turm kann über die Barrikade hinwegschießen. So, ein bisschen Kettensägen-Massaker, das macht Spaß. Juhu. Ja, mit der Kettensäge habe ich gerade festgestellt, muss man tatsächlich auch ein bisschen in Bewegung bleiben, ne? Ja. Sonst macht die keinen Schaden, ja. Oh, na, du musst halt kommen hier auflocken. Vor allem machen die auch, gerade wenn die massiger kommen, auch gerne mal mehr Schaden. Ja. Und noch hast du keine Regeneration pro Sekunde. Noch nicht. Ja. Weißt du doch nicht. Ich habe ganz was anderes gelevelt. Ich weiß das. Ich habe ja deine Folge gesehen. Währenddessen? Ja, klar. Ich habe kein Angebot. Auch nicht. Ich auch nicht. Magst du nochmal bei den Zäunen gucken? Ja. Nicht. Glaubst du mir nicht, oder was? Nein, weißt du, du skillst auch anders. Nein, wir sind ja mittlerweile in einem Level, bei Night 6. Also wahrscheinlich ist die nächste nach die spannende, weil ja da wahrscheinlich auch noch Feral-Zombies kommen. Genau. Da kommt eine Anspielung auf ein anderes episches Game auf unserem Kanal. Keine Ahnung, was du meinst. Giga Hero? Ja. Genau. Ja. Hat das einer von euch Let's Played? Ja, klar. Nein. Ich habe schon 100 Folgen aufgenommen, kam noch nicht dazu hochzuladen, leider. So, bisschen mehr Wertes. Es gibt auch verschiedene Abilities, sage ich mal. Einen habe ich jetzt gerade, das ist dieser Stern. Wenn ich nicht angreife, bin ich unsichtbar. Aber auch eine gewisse Zeit. Wenn das nachlässt, dann fängt der Stern an zu leuchten und dann lässt es halt nach. Und dann gibt es auch ein Schild, dann ist man eine Weile unverwundbar. Es gibt einen Magneten, damit kann man Sachen aus der Umgebung zu sich heranziehen.
Oh, Tesla Coil ist im Angebot. Das sehr gut, dann Kauf ein. genau. Hätten wir schon mal einen Turm und die Tesla, aber noch keine Elektrozäune, leider. No. Nein. Spätestens ab Night 10 sollten wir trotzdem schon mal ein paar Zäune kaufen. Ja, ab der 10. Nacht auf jeden Fall. Also, next level, please. Next piece. Jawohl. Oho, Feral. Dün, 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 Ein roter dün. Mond. Richtig. Was habe ich hier? Nein, nicht die Tesla. Genau. Weil Die die Mund. Tesla, die haben wir schon gekauft, aber die ist dann für den Turm gedacht, die Tesla. Ach so. Weil Die auf hat dem auch Turm keine ist die. unendliche Muni. Ja, und auf dem Turm ist die sehr effektiv. Also ich muss sagen, die Bedienung, also um mal ein bisschen was zum Spiel kurz nochmal zu sagen. Also zu der Spielbedienung. Also so nach 5 bis 10 Minuten hat man die drauf, ne? Ja. Ja. Dann kann man auch ganz gut rückwärts laufen irgendwann. Man kriegt das mit dem Schießen ganz gut hin. Ja, gerade für die, die nachher auch draußen denn laufen, um halt von der Base abzulenken, ist das ganz gut, die Steuerung so ein bisschen zu beherrschen, auch mit dem Rückwärtslaufen und gleichzeitig ziehen, weil da wird es echt arg. Turm ist im Angebot. Ich kaufe mal einen. Da wird's arg. Machen wir hier Schleichwerbung für andere Spiele? Ja. Das ist aber Glaube schon. extrem. Ja, ich glaub, ist auch sein Kanal. Ne? Ich glaube, ich schaue mir nachher doch mal eine Folge an. Kannst du Und nur? Chira kommt nämlich gerade vom Reiterhof. Ja. Dafür musst du keine Werbung mehr machen, das ist bekannt. Ach so, ja, stimmt, das haben schon ein paar Leute gesehen. Richtig. Ein paar. So. Ich würde sagen, wenn Electricity nicht im Angebot ist, direkt weiter. Genau. Night 8. Und sie werden schneller und hartnäckiger. Nicht, was meine Babsi nicht wegkriegt. Oh, ich habe Magneten. Ja, plötzlich schafft das auch. Auch wieder eine Anspielung. Oh. Oh, was ist denn uns los? Winken euch irgendwelche Keys, wenn ihr das macht, oder was? Money, wir kriegen hier pro Spielminute um die 1000 Euro. Es Genau, kommt immer darauf an, Product welche Spiele wir erwähnen. Wir müssen. Placement nennt man das auch. Richtig, wir müssen aber auch sagen, wir haben aber auch einen kleineren Vertrag gemacht. Hätten mehr kriegen können, aber wollten nicht gierig wirken. Genau. So, ich hab voll. Pickup Rate. Also macht das Sinn, Pickup Rate tatsächlich auf plus 200% zu machen? Ja, weil du nachher denn um die Mauer, weil die Zombies sterben denn, um das Geld auch einzusammeln, die liegen aber dann an der Mauer. Und wenn du das nicht auf 200% hast, kannst du es nicht von innen einsammeln. Tesla Muni ist ein Angebot. Ich kaufe mal Muni. Elektrobarrikade immer noch nicht. Ja, ab der 10. Runde müssen wir die Zäune kaufen, ja, ob Genau, sie ein also Angebot sind oder nicht. wenn Night 9 rum ist, würde ich sagen, kaufen wir sie schon mal. Das wird sie auf jeden Fall schon mal im Store haben. Für die Okay. 10. Nacht. So, ich habe auf 100 aufgestockt. Ja, Sehr also. gut, dann next round. Night 9. Und die Shira lebt immer noch. Ja, unfassbar. Wer hätte es Staunen gedacht? über mich selbst. Es geht ja ums Töten, da ist die Vierer ganz gut. Ah ja, Vor allem stimmt. mit der Motorsäge. Der Kettensägen ist so dein Ding, ne? Ja. Oh. Hier Aus geht's gerade Hilfe. rund. Ja, wenn mehr, ne? Ja. Oh, Vorsicht. Wer Leben braucht, hier oben ist gerade ein Healthpack. Oh, shit. Bist tot? Aber Was? du. Ich hab nicht drauf geachtet. Aber keine Sorge, du bist jetzt gleich wiederbelebt, wenn die Runde vorbei ist. Ach so, Erst wenn yes. alle tot sind, ist Das sie vorbei. wusste ich. Das wusste ich natürlich. Das Das war sicher. geplant. Hast du extra gemacht. Er wollte Ich euch wollte nur es mal schockieren. zeigen. Er wollte es dramatisch machen. Er wollte nur seine Cam benutzen. Richtig. Ich wollte mit der Cam So. spielen. Die Hand vors Gesicht. Nein! Also wir haben. Also es war so ähnlich. Ich habe beide Hände auf dem Kopf gehabt, wenn du es wissen willst. Ach so, Aber du okay, ja, kannst es dir danke natürlich schön. gerne nochmal bei mir anschauen. Ich hab's ja schon gesehen. Ja, ach so, die Geschichte. Auf Ist das hier eine Anspielung auf den Film? dem Film? Ja, der gerade gehypt wurde. Kommst du drauf? Wer kommt drauf? Zurück in die Zukunft, das dauert Zurück mir in die zu lange. Zukunft, ach. Electro-Barricade ist leider nicht im Sale. Ja, da müssen wir diese Runde noch durch und ihr müsst euch mehr bewegen. Wenn es nicht geht, ihr könntet die Pistole nehmen und nicht die Kettensäge im Nahkampf. Und dann immer im großen Kreis laufen. Und die dann Ah, ich hab's abschließen bei verstanden. der Rückwärtsbewegung. Ich weiß, wie das Spiel geht. Ich wollte es nur mal zeigen. Okay. Also, next round.
die 10. Ich finde das schön, Donji zeigt deinen Zuschauern wegen etwas. Eben. Nicht so wie wir. Wir sind voll okay. Ey, Chira, streng dich mal an. Jetzt stirbt doch auch mal. Hey, was seid ihr? Ich bin da. Da sind ein paar. Ja. Ja. Das ist noch wenig. Das ist noch sehr harmlos. Nein, 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 nein. Chira. Ich wollte auch mal zeigen. Kaum sag ich's. Oh, Chira, so war das nicht gemeint. Die Zombies lecken aber ein bisschen. Wir benutzen da die Tester. Ach so, nicht? Nee, nee, nein. Die brauchen wir. Oh, sorry. Ich wollte es doch nur zeigen, Mensch, meine. Das Spiel hat gleich... kommen wir wieder nicht dazu. Das Spiel hat gleich gemeckert, deswegen hat es auch geleckt. Ja, sorry, auch dieses Spiel spielt mal wieder mit dem Host. Und, die Errungenschaft meiner Meinung... die Errungenschaft. Die kam gerade. Kidding, Zeitung ist, glaube ich, recht gut, aber... Ich habe auch gerade eine Errungenschaft gekriegt. Weiß nicht wofür, aber ja. Was soll ich denn jetzt nehmen hier bei Level Up? Also, du nimm hast Pickup voll. Heals Regional. Ja, also ich würde Heals Rack und Movement Speed dann abwechselnd machen, wenn du Pickup voll hast. Okay. Movement Speed, wenn ich drinstehe, ja? Ja, später stehst du nicht mehr drin. Dann ist der Zaun weg. Später. Dann steht da nichts mehr. Wir haben ein Zähl, Jungs. Bam! Auch bei den Zäunen? Ja, ich schlage gerade zu. Warte mal. Guck mal. Ich stehe in Sicherheit. Da stelle ich mich schon mal hin. Steht nochmal als Seite. Kleiner Hinweis auch für die Zuschauer. Die Lampe ist absolut imbar. Die geht nicht kaputt. Da kommen auch keine Zombies durch. Aber wir können rein und raus gehen. Die ist also die beste Barrikade, die man haben kann. Ich bräuchte noch, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lampen, bitte. Ja, das wäre schön. So, die Turrets stehen. Wir haben aber nur eine Tesla, die packe ich aber mal schon mal drauf. Die Verteidigungstürme, und das sind Elektrozäune. Die Elektrozäune machen den Zombies auch Schaden, wenn sie dagegen hauen. Aber dann war es doch nicht schlimm, dass ich die Tesla benutzt habe. Oder wäre die weggegangen? Nee, das nicht, aber du verbrauchst ja Munition und die müsst ihr ja wieder kaufen. Ja, wir haben so viel Cash, ey. Das wird sich bald lichten. Okay. Na gut. Okay, wollen wir denn wieder? Next level. Night 11. So, jetzt beginnt die Aufteilung über sie. Extrem, ich mach den äußeren Ring, du inneren Ring. Oder andersrum. Ja, können wir so machen. Das ist aber gut am Leggen bei mir. Oh, bei mir geht's eigentlich. Oder auch nicht. Na gut, das liegt wahrscheinlich dann auch an der Anzahl der Zombies, ne? Naja klar, wie mehr das wert natürlich. Und es wird leider immer mehr, nicht weniger. Macht das Sinn, die Zombies um auch ein bisschen von euch wegzulocken? Ja, wie wenn man Tesla in der Nähe hat, weil die Tesla dann auch drauf schießt. Also später ist es genau umgekehrt. Wir versuchen die dann von euch wegzulocken. Ja, und okay. Freescan ist wieder im Sale. Aber immer noch 11.250. Turm und Elektrozaun sind auch im Sale. Aber Elektrozäune bräuchten wir erstmal nicht. Ich stock gerade die Muni auf 200 auf, weil die im Sale ist. Von der Tesla. Also du sagst, die Freeze Gun ist im Sale. Dann würde ich sagen, Sponti, kauf mal die Freeze Gun. Ja, mache ich. Kaufe einen Turm. Und dann baue ich nochmal Ammo für 100, ne? Bis 100. Genau, und dann hau ich die Freeze Gun auch nochmal mit da drauf. Weil wir wollen das dann so machen, so haben wir es zumindest in unserer unoffiziellen Aufnahme gemacht, Sponti und ich. Dass wir an jeder Ecke einen Tesla-Turm hatten und in der Mitte Freeze-Türme. Das hat eine Weile gut funktioniert. Wir wollen das einfach nochmal austesten, ob es jetzt auch noch funktionieren wird. Okay. Next, please. Das schauen wir uns an Tag 12 an. Für die, die Englisch nicht kennen. Nicht, dass sie sich wundern, was da steht. Vor allem Tag 12, ne? Ja, Nacht 12, scheiße. Für die, die Englisch nicht kennen. Sehr schön. Aha. Ich hab aufgepasst, ja. Ja, nicht das schlecht. War ja, ich hab extra ignoriert, damit er auch einen Glücksmoment hat. So, jetzt bin ich schneller, Speed Boost. Oh, es ist... Weiß nicht warum, also ich glaube, mit der Aufnahme leckt das extrem. Könnte aber auch tatsächlich sein, dass da ein bisschen mitliegt. Ja, also je mehr Zombies berechnet werden, ne? Das ist ja leider Gottes, wenn du bei 7 Days als Host spielst, ja genauso. Kling, kling.
Wieder hat die Kasse geklingelt. Richtig. So. Sieht aus mit Tesla. Ist nicht im Angebot. Schon wieder die Türme sind im Angebot. Dann kannst du ja noch einen kaufen und dann können wir einen Next machen. Ja, dann setze ich den und pack deine Pistole dann drauf. Ich meine, ist halt mehr Schaden, ne? Weil die Pistole ist immer umsonst, deswegen können wir die schon draufpacken, bis wir die guten Waffen haben. So, dann next round. Ja. Macht 13. Ich glaube, auf lange Sicht geht das nicht gut bei mir. Meinst du nicht? Nein. So, jetzt haben wir die mal schön im Kreis. Ja, im Zweifel zeigen wir in der nächsten Nacht, wie gut man auch zu viert sterben kann. Ja. Genau. Es ist ja immerhin ein kleines Angezock. Wir wollen euch das Spiel mal zeigen. Es ist ganz lustig, wie ihr sehen könnt, miteinander so zu zocken. Die Tesla-Gun ist im Angebot. Okay, dann kannst... Was? Haben wir nur so wenig Geld? Achso. Ich habe eine gekauft gerade, eine Tesla. Ich dachte schon, wo ist denn das ganze Geld hin? Beruhigen Sie sich. Platziere ich die mal oben links in der Ecke. Dann haben wir schon mal zwei Ecken abgesichert. Und next, please. Genau. Auf geht's. Bringt das was ins Leere zu schießen, wenn da ein Zombie ist, wird er getroffen? Weiß man das? Wenn da ein Zombie wäre und das reicht? Die Reichweite ist sehr, sehr weit. Also das würde schon funktionieren. Und du verlierst ja eh keine Muni, weil du unendlich Munition hast für die Pistole. Ja, okay. Die liegen schon hier drin. Das mit diesem absichtlichen Sterben, das hat sehr gut funktioniert. Genau. Wie bitte? Ich würde mal sagen, noch ein, zwei Runden können wir noch zeigen. Ja, genau. Genau, ein, zwei Runden und dann kaufen wir uns noch mal was Schönes. Okay. Wir haben auch noch Minen. 26 Stück. Die müssen wir irgendwie mal hinlegen und zeigen. Okay, ja. Dann place ich sie mal. Moment. Die sehen aber sehr schön aus. Ja, so schön grün. Mhm. Ach, und der Sponti zeigt die Propanwände. Propanbomben. Wollte ich gar nicht auf dem Egal. So. Doch, das wolltest du. Ich hab dich beobachtet. ich werde schon beobachtet hier. Glaub nicht. Will uns doch nur töten. So. So, das waren alle Minen. Next Level? Ja. Nacht 15. So, das wollen wir ja auch mal zeigen, darum bleiben wir jetzt auch mal drin, ne? Genau. Oha, das geht ja gut ab. Kann man mal machen. Und man kann auch mit G-Granaten schmeißen. Ich zeig's mal kurz. Da, zack. Achso, da denn aber, wo der rote Punkt ist, oder? Genau. Genau. Das war ja easy. Ging ja gut, ne? Kira wäre es auch gern, wenn alle weg sind, wäre sie noch mal eine Granate. Für die Freeze Gun ist Ammo im Sale. Gut, ich würde aber sagen, wir holen uns jetzt nichts mehr so groß. Okay, ich kann nicht bewegen. Ich zeig doch einmal den Flammenwerfer. Ja, sehr gut. Ja. Und ich den Raketenwerfer. Mit Raketenwerfer könnten wir auch aus Versehen sterben. Ja, genauso wie der Laser. Die Waffen können einen nämlich selber töten. Also diese Dinger, wenn ihr selber spielen wollt, niemals auf die Türme packen. Die töten euch selbst. Haben ich wir schlechte noch mal Erfahrungen Ammo mitgemacht. Kaufen. Ja, in der Tat. Ist das auch wieder eine Anspielung? Das ist eine Folge der Anspielung hier. Ja, meine Kasse klingelt gerade. So. Und zumal, das ist ja auch wieder ein Wortwitz, ne? Anspielung. Wir zocken ja an hier. Ja, da hat er einen ausgepackt. So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Ist auf Wortwitz und so. So, nächste Nacht, ja? Next ja. Day. Den wollte ich nicht. Ist das der? Nee. Wo ist er denn? Fährt mein Flammenwerfer? Ich glaube ich. Ja, ich hab's. Verklaut mir den Flammenwerfer. Ich glaube nicht, ich mach da extra was. Ich will meinen Zuschauern was zeigen, weißt du?
Und da kommt sie da. Ich glaub da nicht. Ich hab's plötzlich in der Hand. So, bin unsichtbar jetzt. Ich kann ihn aber auch nicht wechseln. Doch, kannst du. Doch, rausratzen. Ja. Nee, geht nicht. Natürlich nicht. Oh, ich kann den Raketenwerfer zeigen. Der leer ist. Nee, einmal habe ich noch geschossen. Okay. So, ich würde sagen, aber jetzt zeigen wir euch einen anderen Teil des Spiels. Richtig, oder? Einen sehr wichtigen. Einen sehr wichtigen Teil. Der Sponti rüstet sich einmal kurz dafür aus. Oh oh. So, das sollte reichen. So, ich bin bereit für den Next. Nein, noch nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, das geht manchmal nicht so einfach. So, damit sich auch keiner verstecken kann. Nein! Okay, jetzt sind die ja im Store, dann verbarrikadiere ich mich auf der anderen Seite. Sponti. Was denn? Nein. So. Das ist übrigens jetzt die Final-Runde. Danach haben wir das Spiel durchgespielt. Ja. Genau. Ich kann mich aber auch nicht bewegen. Wacke gerade. Hm? Ich werde dich beschützen, mach dir keine Sorgen. Ich habe einen Raketenwerfer, das geht. Hui. Ah, schade, der Raketenwerfer ist nicht so sicher zum Töten, wie ich gedacht habe. Nee, ab Runde. Sieht voll toll aus. Ab nach 13 brauchst du auch schon 2 Schüsse dafür. Oh, die Shira ist gestorben. Ups. Ich war ein bisschen beschäftigt mit meiner Leuchtshow. Also wollen wir doch noch nicht sterben. Doch. Achso, seid ihr schon tot? Also ja, komm, Bonji. Ich wusste ja nicht, dass ihr. Komm, wir beide suchen den Freitod. Ihr seht ihn an der Webcam gerade so runterrutschen. Nein. Ja, das war der Ersteindruck von diesem Spiel. Und wir haben es sogar geschafft. Okay, bei mir steht World Ranked 3167, aber ich habe es auch schon bis Tag 32 mal überlebt. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es doch ganz gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Spiel sagen würdet. Also, ob es eure Wahl ist oder nicht. Und der Link zum Spiel ist natürlich in der Beschreibung, wie schon erwähnt. Und ja, was habt ihr noch so zu sagen? Wie für unter 1 Euro kann man es kaufen. War voll toll. Ja, hat Spaß gemacht gerade. Ich glaube auch mega lustig auf LAN-Partys oder auf dem TS-Server denn mit den Leuten zu spielen. Ich glaube, das macht mega Spaß. Kann ich nur empfehlen. Einfach so als kleines Spiel zwischendurch. Oder genau. Für einen Stream. Oder so. Also es ist auch meine Empfehlung. Für unter 1 Euro kann man es definitiv holen. Ja. Schadet nicht. Macht Spaß. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns hiermit dann also aus dieser Angezockt-Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sagen bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.